Herzlich willkommen zu unserer Krippenandacht. Heute geht es um die drei Weisen aus dem Morgenland. Matthäus 2 berichtet uns davon. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Bibel erzählt von Weisen aus dem Morgenland, von Sterndeutern aus einem Land im fernen Osten, die sich aufmachen auf eine weite Reise. Die Astrologie ist ihre Wissenschaft und zugleich ihre Religion. Selbst die Sterne weisen hin auf einen neuen König. Und die Sterne bringen Menschen dazu, aufzubrechen auf einen Weg ins Ungewisse. Aus den weisen Sterndeutern ist in der Tradition die drei Könige oder die heiligen drei Könige geworden. Das liegt wohl an ihren Geschenken. Wer Geschenke wie Gold, Weihrauch und Myrrhe machen kann, der muss ein König sein. Wer großzügig sein kann, der hat eine unsichtbare Krone auf dem Haupt. Und es gibt viele Könige und Königinnen mit unsichtbaren Kronen, auch heute unter uns. Woran merken nun diese drei Weisen, dass sie im Stall von Bethlehem am Ziel ihrer Reise angekommen sind? Gut, der Stern stand über dem Stall. Aber nichts ist dort so, wie sie es erwartet hatten. Eigentlich ist es eine große Enttäuschung. Dafür haben sie die Strapazen dieser langen Wanderung auf sich genommen. Für einen Säugling in einer Futterkrippe, für eine scheinbar obdachlose Familie. Es ist am Ende nicht mehr entscheidend, was sie gefunden haben, sondern dass sie selber gefunden worden sind. Sie bringen ihre Geschenke und sind dabei Selbstbeschenkte. Sie schauen das Kind an und wissen sich selber angeschaut. Das Ziel der Reise, sie haben es erreicht, nämlich verändert daraus hervorzugehen. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast dich mir zu eigen gar, eh ich dich kannt erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für, in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden.